Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Serial Trader NFP Live Trading bei FX Flat. Ja, natürlich an der Stelle mit Dirk Hilger. Das ist ja bekannt. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass an dem Feiertag doch so viele dabei sind. Ja, wirklich sehr schön. Nichtsdestotrotz müssen wir uns einmal den Risikohinweis anschauen. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das wissen Sie. Ja. Gut, dann offiziell auch nochmal Hallo Dirk. Und ich schaue mal, dass ich den Bildschirm jetzt übertrage. Wünsche an der Stelle natürlich viel Erfolg und viel Spaß und hoffe, dass jetzt auch mit der Technik soweit alles klappt. Ich hoffe, man kann mich hören. Mal gucken, ob ich die Fragen hier habe, ob der Nelson das alles richtig gemacht hat. Soweit. Ja. Dauert gerade einen Moment. Ich habe hier gerade so ein bisschen technisch andere Vorbereitungen. Das bitte ich mal kurz zu entschuldigen. Aber ich bin hier gleich ganz Auge und ganz Ohr. Ja, Nelson, so, wie sieht es denn eigentlich aus? Wir hatten ja gesagt, so das nächste Mal gibt es ja dich dann auch mit Kamera. Aber es war wohl leider wieder nur ein leeres Versprechen. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen das mal. Da müsst ihr halt mit mir leider wieder Vorlieb nehmen. Und ich sag mal, einen wunderschönen guten Tag. So, versprechen wir einmal. Wir haben gedacht, wir lösen das diesmal ein bisschen anders. Und ich habe dem Nelson gesagt, komm doch einfach rum. Er ist ja, wohnt ja hier in der Nähe. Also das ist Nelson, ja, den ihr sonst immer nur hört. Beziehungsweise einige kennen ja ihn auch vielleicht vom Sehen von den Veranstaltungen und so weiter. Aber sicherlich nicht alle. Und ja, ne, ist doch schön. Ich dachte, wir überraschen euch heute mal. Ich bin gespannt, was gerade so im Chat geschrieben wird. Ja, auf jeden Fall. Also an der Stelle hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zum NFP Live Trading, was ja auf jeden Fall schon meins ist. Wir haben heute Morgen eine Position eröffnet in der Gruppe. Und ich freue mich, dass trotz Feiertag auch, wie es aussieht, doch zahlreiche Teilnehmer hier mit dabei sind. Wir haben es auch extra hübsch gemacht. Also ich meine, ich so gut es geht. Der Nelson sieht ja immer gut aus. Und versuchen wir halt hier ein bisschen auf die Märkte einzugehen, beziehungsweise da halt auch so ein bisschen was mitzunehmen. Gut, ich switch mal um auf den Chart. Ja, Dankeschön. So, also er ist hier. Das heißt, auch hier Kommunikationsstörungen zwischen uns dürfte es dann auch nicht geben. Ich habe jetzt hier nur gerade eine kleine Störung in meiner Position sozusagen. Ich fange nämlich hier direkt mal an mit dem DAO. Da hatte ich heute Morgen ja auch eine Gruppe geschrieben, dass ich da halt versucht, eine verteilte Position zu eröffnen und habe die Orders halt an diverse Levels einfach gelegt, wo ich auch gesagt habe, die kann man theoretisch auch alles galten. Das sieht man auch jetzt schon hier recht ordentlich, dass die genau richtig waren, ne? Ich habe jetzt hier nur nicht aufgepasst. Ich habe nämlich jetzt hier im Single-Modus unterwegs und nicht im Stereo-Hedge-Modus. Das muss ich gerade mal ändern, indem ich hier überall erstmal den Stop-Loss erstmal wegnehme. Und dann kann ich das erstmal umschalten. Hoffentlich funktioniert das jetzt hier, ohne dass ich da rausfliege. So, nochmal Stereo-Future. Ja. Er warnt mich zumindest schon mal. Ne, sieht gut aus. So, dann kann man jetzt nämlich den Stop nochmal hinlegen. Ja, wie man sieht, also die Levels hier, ne, die ich genannt habe, halt als Einstiege, die ich genannt habe, als Einstiege, die sind tatsächlich halt auch 15 Minuten, da sieht man es hoffentlich doch ein bisschen besser. Jetzt habe ich hier irgendwie mein VPS, fühlt sich hier irgendwie gerade nicht mehr zuständig, das ist natürlich klasse. Moment mal kurz. Ja, wie sich das gehört, ne? Hier direkt komplett
Bindungsabbruch gerade. Das ist leider nicht so gut. Liegt aber nicht an mir jetzt. Nee, man sieht hier leider, hier passiert nichts mehr. Komplett tote Hose, hier geht gar nicht mehr. Das ist nicht so schön. So, ich versuche das halt irgendwie trotzdem zu lösen im Hintergrund. Keine Ahnung, ob ich das jetzt hinkriege. Muss man hier neu einwählen. Komm. Moment, dauert gerade eine Sekunde. Das hat sich heute schon öfters verschluckt. Ich muss den heute schon mal neu starten, eine Runde. Jetzt bin ich hier im Falschen drin. Ein Teilnehmer schreibt auch, dass es eine Störung gibt im Frankfurter Raum. Ja, das ist natürlich super, ne? Passend zu den NFPs. Also, was ich machen kann. So, was ich machen kann, ist, ich kann, muss mich hier versuchen, auf einem anderen VPS einzuloggen. Das dauert gerade einen Moment. Und das dann darüber zu machen. Deswegen ist es immer gut, beziehungsweise deswegen habe ich tatsächlich auch immer irgendwo ein iPad am Start, noch als Backup, falls irgendwie alle Stricke reißen. Hier tut's, komme ich auch nicht rein. Das ist echt nicht gut gerade. So, trotzdem mal kurz die Nerven behalten. Also kurz mich hier ein bisschen sammeln. Also deswegen zeige ich auch hier nur das andere Bild. Bin sicher, man hat viel Verständnis. So, Nelson, kannst du einen Schwank aus deiner Jugend erzählen, wenn du möchtest? Es hat auf jeden Fall funktioniert vorher, das habe ich gesehen. Ja. Dass das jetzt ausgerechnet live passiert, das ist natürlich blöd. Das ist nicht so nett, ne. Ich komme irgendwie auf das ganze System nicht mehr drauf. Ich überlege hier gerade so ein bisschen fieberhaft nach einem Backup. So, das dauert jetzt leider irgendwie 2-3 Minuten. So, hier zumindest konnte ich mal einen Neustart vom Server nochmal machen. Das war trotzdem halt nicht so klasse. Ich überlege mir gerade, wie wir jetzt kurz die Zeit überbrücken, weil ich habe tatsächlich gerade gar kein Chartbild hier und habe jetzt auch keine Ahnung, wie lange das dauert, bis ich hier wieder drauf bin. Oh Mann, ey. Dann warte, versuche mal. Ich kann in der Zeit der schon mal hier. Ja, das ist halt live, das stimmt. Ne? Das ist halt live. Tja, soll ich kurz den Bildschirm wieder zu mir holen? Ja, kannst du gerne machen. Kann ich zumindest mal die Plattform zeigen, wie der DAX im Moment sich bewegt. Während du da versuchst, die Technik in den Griff zu kriegen. Von Radio Nelson. Also für die, die sich später zugeschaltet haben, wir haben hier kurz ein bisschen Verbindungsstörung. Und deswegen sieht man hier jetzt noch kein Live-Bild von mir. Weil ich hier gerade mich so ein bisschen um die Technik leider kümmern muss. Mein Bildschirm sollte jetzt zu sehen sein, korrekt? Ja, dein Bildschirm ist auf jeden Fall zu sehen. Zumindest was der DAX jetzt macht. Bin ich meine wieder drauf, aber ob das jetzt irgendwie was bringt, werden wir sehen. Ja, mach doch mal alles in Ruhe. Ich schalte mal eine Zeiteinheit tiefer hier. So, ich bin tatsächlich wieder da. Also kann den Bildschirm nochmal rüber switchen. Okay, sehr gut. Ja. So, also da sind wir wieder. Das sieht also alles genauso aus wie vorher. Also, nochmal, bin ich ein bisschen hier aus dem Tritt geraten. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Also generell habe ich halt gesagt, was man halt machen kann,
ist halt eine verteilte Eindeckung und zwar an Levels, die man eigentlich auch scalpen kann. Ne? Und da habe ich halt gesagt, auch noch irgendwie zwischendurch spaßeshalber, vergesst eigentlich am besten den ganzen Kram und nehmt immer nur die Scalping-Levels mit, weil der Punkt hier, das war jetzt halt hier der letzte Entry an der Stelle. Und ich kann es ja eben mal hier ein bisschen genauer zeigen. Ne? Also hier sieht man es ja, da ist der eine Entry. Da war der erste. Und der ist irgendwie schon 20 Punkte nach oben gelaufen. Hier war der zweite, genau an der Stelle. Der ist jetzt auch gerade schon wieder ja, 40 Punkte fast nach oben gelaufen. Und was ich halt versuchen will, ist halt eine größere Bewegung halt mal mitzunehmen und gehe dafür halt auch mal das Risiko ein, dass sie jetzt erstmal komplett ins Minus läuft. Wichtig ist bei solchen Aktionen, finde ich halt immer, dass man halt weiß, ja, also, ne, was heißt weiß, aber dass man halt einschätzen kann, wo wird der Markt höchstwahrscheinlich reagieren. Das hat er jetzt an den beiden Punkten gemacht. Ich bin generell halt long gestimmt, in dieser ganzen Geschichte und wer gestern halt in der Gruppe auch irgendwie dabei war, der hat auch mitbekommen, ich war da unten eigentlich schon long in dem Bereich, weil ich gesagt, das wird eh nur ein Dip, die ganze Geschichte und ist auch am Schluss so aufgegangen. Ich konnte es nur leider nicht bis zum Schluss zu Ende führen, weil ich dann nachher auch noch privat unterwegs war und dann halt irgendwann gesagt habe, oder beziehungsweise nur die Idee halt beschrieben habe, aber selber den Trade nicht mehr offen gelassen habe. War natürlich jetzt im Nachhinein ein Fehler, es ist halt ein bisschen schade, weil da wären wir jetzt hier zu den NFPs reingekommen mit irgendwie 150 Punkten Vorsprung. Das war natürlich der eigentliche Plan. Und aber, und deswegen halt auch hier mal der Ansatz, trotzdem bin ich ja der Meinung, auch wenn der jetzt halt nochmal eine Runde dippt hier, das kann passieren, aber generell hat er schon eine Long-Tendenz. Und ob das jetzt nach oben wirklich dann auch ausbricht oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ich halt hier schon, Entschuldigung, so ein Entry verpasst habe, heißt das ja nicht, dass irgendwie der Markt halt weg ist. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wenn man jetzt an so eine Idee glaubt, ob die aufgeht oder nicht. Und wie auch der Nelson vorhin schon gesagt hat, ne, bitte nicht nachhandeln einfach so, sondern selber entscheiden. Aber wenn man jetzt generell so eine Idee hat, und dann habe ich ja die Möglichkeit, mich halt verteilt einzudecken. Das heißt, also einfach verschiedene Levels, von denen ich der Meinung bin, die reagieren, versuchen dort halt eine Position zu verteilen. So, wenn ich jetzt hier als Beispiel mal sage, meine Gesamtpositionsgröße liegt als Beispiel bei 5 Euro pro Punkt und dann gebe ich halt einfach an verschiedenen Stellen halt hier und dann halt Teile rein, beziehungsweise lege die Orders dann an verschiedenen Stellen und decke mich so halt dann im Break-Even dann halt möglichst, so hoffe ich natürlich, dann halt noch halbwegs geschickt dann halt irgendwo in den Markt ein. Ja. So, weil das ist natürlich das Gute daran, wenn der jetzt irgendwie 50 Punkte runterkracht, ist erstmal nicht schlimm, weil der wird schon letzten Endes auch NFPs hin oder her in der Regel an den Levels reagieren, die für den Markt interessant sind. Das heißt, dann wäre eher die Chance größer, dass man halt nochmal eine Eindeckung dann halt bekommt auf einem attraktiveren Level als jetzt hier oben. Hier oben ist uninteressant, das sieht man ja halt auch, weil er die ganze Zeit ja entsprechend halt da oben, da passiert halt nichts mehr. Ne? Und das ist halt auch, das hat man die ganze Woche gesehen, da werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen, sobald jetzt die NFPs da waren und auf die einzelnen Levels und was es damit auf sich hat. Und dann halt hier im Stundenchart das ganze Bild nochmal versuchen zu erklären. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also hier unten wären jetzt halt die nächsten bei den 27.022. Maximal habe ich gesagt die 005. Ab da wird es dann eng für Long. Da sollte nicht mehr wirklich großartig drunter. Hier unten haben wir jetzt aber noch den Point of Control vom Vortag. Kann natürlich sein, dass er da halt auch mal kurz hinspringt. Da müssen wir halt eventuell dann schnell reagieren. So, los, ne? So, Initialzündung ist auf jeden Fall schon mal soweit richtig. Den sichern wir direkt mal ab, die Geschichte hier. So, mal gucken, wenn er nicht weitergeht, dann sofort raus. Zahlen besser als erwartet. Ja, irgendwas ist ja immer. Aber grundsätzlich passt es ja soweit erstmal, ne? So, jetzt ziehen wir den Stop direkt hinterher. So ist die Position natürlich nicht so wahnsinnig groß, aber nichtsdestotrotz, das passt jetzt erstmal so von der Bewegung. Auch wenn wir jetzt hier nochmal irgendwie einen Rücklauf kriegen und sollte der tatsächlich nochmal irgendwie runterdippen, würde ich den auf jeden Fall da unten nochmal auch mitnehmen. Und gucken, wie weiter kommt. Hier oben ist natürlich jetzt erstmal eine Grenze. Da wird es dann halt interessant, wie er damit halt umgehen wird. Entweder springen wir wirklich drüber oder er kommt ab dort nochmal runter.
So, ich bin auch jetzt hier ganz bewusst nur im 15-Minuten-Chart erstmal unterwegs, weil ich dann halt eigentlich immer für einen ganz guten Trigger halte. So, jetzt wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt im Stundenchart hier auf der rechten Seite. Jetzt sieht man es ein bisschen besser, da wäre halt die 159. Und ab da ging es ja gestern halt recht zügig runter. Jetzt will man halt sehen, ob die Käufer, ob die noch da sind oder ob die Feierabend haben. Das will man dann halt gleich rausfinden, ob die alle im Urlaub sind oder was da halt passiert. So, hier sollten wir jetzt auf jeden Fall mit dem Stop auch hinterhergehen. Im 1-Minuten-Chart wird man es jetzt besser sehen, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal hier drin. So, ja. Entweder gibt es einen Plop nach oben oder wir gehen nochmal zurück auf Anfang. Bleibt man dicht dahinter. Im Orderbuch sieht man auch, ja, da kommen jetzt halt die Verkäufer, an den Markt. Die dann, ja, Skalierung, das üben wir aber nochmal. Sorry. Also. Ja, da sieht man halt die Verkäufer. Und wenn die natürlich gekauft werden, ist natürlich jetzt nicht gerade irgendwie auch ein kleines Volumen, was da liegt. Also jetzt für die NFP-Verhältnisse generell ist das Orderbuch ja immer recht dünn. Wenn sowas natürlich gekauft wird, dann knallt es natürlich oben durch. Sieht aber erstmal nicht so aus. Das heißt, hier haben wir jetzt erstmal die Reaktion. Ja, okay. So, jetzt sind wir erstmal raus aus der Geschichte. Was waren das jetzt? Wie viele Punkte von der Strecke her im Average? 87, ja, rund 60 Punkte. Ne? Ich glaube, das ist ja schon recht ordentlich rein mal daran gemessen. Also wie gesagt, war jetzt natürlich halt nur zwei von den Teilpositionen sind eingedeckt worden, aber ist doch wunderbar aufgegangen, die ganze Geschichte. So, damit ist eigentlich das Live-Trading an der Stelle schon fast beendet. Ich muss mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Aber wie man halt hier auch sieht, ne, es ist, ich weiß, das klingt immer ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber es ist doch teilweise wirklich so einfach. Und wenn man da halt einfach mal drauf guckt, hier ging es ab gestern runter und so, hat man auch gerade gesehen, es kommen Orders in den Markt. Das ist natürlich dann halt das Level, wo auch die Orders in den Markt kommen. Das heißt, man muss gar nicht blind gucken, wo kommen Orders in den Markt, sondern ich lege mir hier oben einfach, wie man es gerade ja gesehen hat, eine reine horizontale Linie hin, ab da, wo es runterging. Und weil da halt eben die Verkäufer waren, behalte das im Auge und ziehe den Stop eng ran und gut ist. Und genauso hätte man natürlich jetzt hier shorten können, ne? Weil halt, wenn man halt an der Stelle beispielsweise dran glaubt, dass die Orders, die wir da halt gesehen haben, ich zeige es nochmal ein bisschen größer, hier oben sieht man es jetzt nicht mehr, ne? Da waren aber zwei dicke Kandidaten, wenn man halt drauf bauen will, so wird es halt zum Beispiel ein Orderbook-Trader machen, der wird sich halt mit seiner Short darunter platzieren, nicht auf dem Level, sondern drunter, weil wenn das Volumen nicht groß genug ist, geht es erst gar nicht erst hin. Der würde dann halt zum Beispiel nur die Orders sehen und dann halt ganz eng irgendwie mit zwei, drei Punkten Stop die ganze Geschichte absichern. Und das ist aber letzten Endes auch nichts anderes. Und wir gehen es halt hier ein bisschen anders an, rein mit der Price Action, dass ich halt sage, okay, ab da kommen die Orders, gehe also quasi ein Stück weiter vor mit der Annahme und warte nicht erst, bis die da sind, sondern sage, ab da kommen die halt. Weil es halt, weil es ja auch plausibel ist einfach. Ne? So, aber nichtsdestotrotz, man kann es genauso umgekehrt machen. Nur war jetzt das hier, fand ich halt auch natürlich die interessantere Strecke mit 60 Punkten, weil ob das jetzt hier oben reagiert oder nicht, ob es hält, wird man sehen. Kann natürlich sein, dass es hier durchgeht. Hier sieht man so nochmal die zwei Kandidaten mit über 100 Kontrakten, während alles andere recht dünn ist. Und wenn natürlich jetzt hier ein Käufer kommt, als Beispiel geht jetzt hier mit 150 Kontrakten Long Market und dann knallt es natürlich dann da oben durch. Und da wird halt auch der Rest dahinter wahrscheinlich eher in Deckung gehen erstmal und den Kurs dann halt weiter nach oben verfolgen wollen. So, also, glaube ich, war auch jetzt ein schönes Beispiel dafür, wie einfach man an so einen Markt auch rangehen kann und dass einen auch gar nicht wirklich interessieren muss, was ist jetzt hier irgendwie da halt, also ich mein Lieblingsthema Moving Averages, so nach dem Motto, drunter geschlossen geht runter, nein, das ist Quatsch. Ne? Und
Aber ich habe die trotzdem immer drin, weil ich weiß, da schielen halt einige drauf, aber ich handle auf gar keinen Fall. Gut, so ist groß genug, da hat irgendwie jemand geschrieben, ob man es größer machen kann. Ne? Aber das passt ja, glaube ich, jetzt erstmal. Das sollte groß genug sein. Ich mache die anderen Orders jetzt erstmal weg und gucke uns mal kurz den DAO halt an, was da überhaupt los ist bei den Kollegen. So, also, gehen wir hier mit der Stunde zuallererst mal. Wir haben generell, habe ich denn dafür eine Diagonale drin? Das glaube ich jetzt selber nicht. Wo kommt die denn her? Ich glaube, da habe ich auch mal was versucht oder ich habe mich vertan, ich weiß es nicht. So, aber mal halt generell, wir haben hier unten, die habe ich hier noch nicht eingezeichnet, die 938, die hatte ich aber schon mehrfach thematisiert und da sieht man auch schön, dass halt hier diese Stundenkerze, ich kann es noch ein bisschen größer machen, damit wir alle was sehen, dass halt diese Stundenkerze hier unten, dass die ganz sauber darauf aufgesetzt hat, nachdem gestern hier gefischt wurde. So, warum die 938? Also ich muss natürlich auch dazu sagen, ich war halt gestern Morgen, war ich ja short. Ich habe tatsächlich auch hier oben das Level erwischt und habe auch gerade vorhin wieder gesehen, dass die Linie hier aus dem letzten Webinar, dass die halt deutlich genauer war als die aus meinem täglichen Blog. Da war nämlich bei 259, waren wir da hier oben. Und hier sind wir aber halt tatsächlich genau am Peak bei 270 irgendwas. So, und das ist halt ein Cluster von zwei roten Linien. Klingt immer ein bisschen banal. Aber der DAO geht fast nie durch, ja, wenn irgendwo halt was in der Richtung im Weg kommt. Weil ich halt, mein Ansatz ist immer der, ich versuche hier Algos halt ausfindig zu machen im Handel und versuche herauszufinden, wie die Sachen reagieren. Und daher kommt halt generell, kommen dann halt solche Grenzen. Und hier hat man halt gesehen, da war halt Kassaschluss am, ich weiß nicht was, am Dienstag oder was haben wir heute? Ne, heute ist Freitag, Mittwoch war Kassaschluss. Und ist dann nach Kassaschluss mit einer Minutenkerze da oben 100 Punkte hoch. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, das funktioniert nicht so illiquide, wie das auch da hoch ist. Vom Volumen her hat man auch schön gesehen. Und wer soll denn da oben noch weiter kaufen? Und gerade an so einer Grenze, die will ich aber gleich im Daily auch nochmal zeigen, habe da halt geschortet. Und mein Ansatz war aber der, das hatte ich gestern im Blog geschrieben, dass wir erstmal zurücklaufen auf die 102. Ne? Das ist halt dieser Bereich hier. Und das hat er auch gemacht dann tatsächlich. Ich habe aber gedacht, hier ist dann vorbei. Und ab da ziehen wir dann halt nochmal hoch und machen dann halt irgendeinen zweiten Run. Gut, war halt nicht. Er hat nur Luft geholt bis zu dem Level, wo wir gerade long waren und hat dann halt entsprechend nochmal nach unten weggesetzt. So, und hier die 938, auch nur ein Volumenpunkt, den man halt, den ich schon öfters ein bisschen thematisiert habe. Und wenn man sich das halt mal ein bisschen kleiner anguckt, dann sieht man halt auch, was da halt war. Ne? Also hier entsprechend, ich habe sie jetzt gerade erst dazu gezeigt, aber sieht man ganz deutlich, war hier halt eine Stütze, da war es ein Widerstand, der halt gekauft wurde, einmal kurz bestätigt, sondern hier war einfach nur die zweite Bestätigung für den Punkt. Mein ganz normaler Ansatz, wie immer, halt ist ja dann halt einfach nur die Paritätsumkehr. Und die hat er hier nochmal gemacht. Und das hat sich so ein bisschen abgezeichnet im M1, dass es halt nur Phishing ist. Und man hat es halt auch, finde ich, im Tageschart auch gesehen, was die Tageskerze eigentlich werden will. Zeige ich aber gleich nochmal. Und das Bild versucht er jetzt halt fertig zu machen. Ne? Und das war, da fragt auch jemand, was war jetzt der Grund für Long? Generell, weil der DAO einfach im Long-Modus ist. Ja? Ob der jetzt halt wirklich da im Long-Trend ist und schön weiterläuft, steht auf einem anderen Blatt. Aber das halt, man sieht doch ganz deutlich, hier zum Beispiel, das war die 059, war vorher lange Widerstand bis runter. So, dann ist das Ding gekauft worden. Es wurde immer wieder versucht, halt dann auch den Punkt zu halten, ne? Hier zu halten, da zu halten. Permanent. Dann hat er sich halt irgendwo hier oben festgebissen, hat ein neues Hoch gemacht und dann wurde halt wieder versucht, hier zu halten. So, und dann ist es halt hier einmal zwar durch und dann halt wieder zurück, wieder über die 59. Und jetzt hat er die wieder versucht zu halten. So, und das heißt, das ist doch halt ein recht klares Indiz dafür, dass der Markt nach oben will. So, und auch immer wieder nach oben geht. Und wie gesagt, ob der jetzt hier ein neues ATH macht, das ist mir ehrlich gesagt egal. Das Einzige, was ich ja machen kann, ist halt genau hingucken und versuchen, die Tendenzen halt zu erwischen. Und hier war ja das Gleiche. Ne? Da haben wir wieder die 5,9 gehabt, gestern Abend erstmal dran gebremst, dann halt heute drüber. Und jetzt kommt er hier wieder in die Richtung. Und wenn man hier mal genau hinguckt, an die Stelle, dann sieht man, dass er hier am Widerstand, ne, die 6,8
Ich mache es mal ein bisschen größer hier. Da war halt der letzte Peak. So, Widerstand, paar Stunden drunter, drüber. Und jetzt hat er einen Rücksetzer drauf gemacht und läuft halt hoch. So, und deswegen war das halt auch einfach mein zweiter Entry an der Stelle. Plus, er hat gestern auch hier aufgesetzt. Das heißt, da ist gestern auch schon mal, das war gestern schon mal Volumen in den Markt gekommen. Und die haben wir jetzt hier einfach wieder gehabt. So, und das war jetzt dann einfach der Grund, generell von der Tendenz, plus die Tatsache, dass wir hier entsprechend Käufer hatten, das ist halt für mich long. Ne? Und die Daten halt an sich sind halt im Endeffekt egal. Also mir ist es immer egal. Und weil es halt, ich sage aber nur, News sind halt ein Grund dafür, warum sich der Markt ein bisschen schneller bewegt, aber haben nicht wirklich Aussagekraft. Und als jetzt für die Richtung, die jetzt dann halt erstmal dann halt als Impuls da ist. Kann es auch insofern nicht, weil was man vorhin auch gesehen hat, wer da halt ein bisschen aufgepasst hat, das halt das Volumen, es geht ja in den Keller. Ja, das Orderbuch, es geht, wird ja ganz dünn plötzlich. Das heißt, da muss dann nur einer kommen und kauft 50 Kontrakte und da steht dann steht das Ding sonst wo. Und deswegen haben wir halt auch immer die größeren Bewegungen bei News. So, was dann halt nachher jetzt kommt, wenn man da jetzt halt nochmal drauf guckt auf das Orderbuch als Beispiel, und dann wird es wahrscheinlich jetzt langsam auch wieder ein bisschen dicker. Ja, hält sich noch in Grenzen. Aber halt, was natürlich dann nachher kommt, deswegen noch ist das für jetzt große Marktteilnehmer halt relativ uninteressant erstmal. Und erst nachher, wenn die Kasse kommt, die wird dann halt entscheiden, wie sie mit dem weiteren Verlauf dann halt umgeht. Und da wäre es halt zum Beispiel halt dann auch wiederum plausibel, dass wir dann auch nochmal einen Rücksetzer kriegen, vorausgesetzt, er rennt jetzt nicht wirklich durchs Dach und hängt sich da oben fest. Aber dass wir dann halt nochmal einen Rücksetzer kriegen, vielleicht nochmal hier auf die 102, die wir auch schon ein paar Tage lang gesehen haben, ne? Das ist jetzt auch ohnehin hier Point of Control, was dann auch wieder witzig ist, weil die 102, ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon bei mir im Bild drin habe, und jetzt haben wir halt dort ein Point of Control. Es war ursprünglich übrigens auch mal genauso eine rote Linie einfach nur, ne? Die versucht dann halt einfach auszukaufen. Ich zeige das mal kurz hier halt auch noch im Daily, den habe ich noch gar nicht aktualisiert. Fällt mir gerade auf, da fehlt noch so ziemlich alles. Also die 102, ich zeichne sie mal ein. So ein bisschen hochgegriffen. So, dass man ein bisschen besser sieht auch. Ja, ganz genau treffe ich es nicht. So, aber das war halt vorher, ich meine, wir sind hier im Tageschart, ne? Und das war halt entsprechend Punkt, sieht man auch hier an der Stelle immer schön wieder da halt runtergegangen und hart umkämpft einfach. Und das war halt auch der Grund, warum ich halt die 823 war es, hat man auch gesehen, habe ich auch gesagt, das Ding, das geht long, das ist halt nur Gefische, was die da halt treiben. Und habe da auch nicht so ganz verstanden, warum da halt dann gleich immer so viele mit so großen Short-Szenarien dann halt kommen. Weil generell ist es doch halt nun mal so, erstens haben wir Jahresende. So, und dann geht es meistens hoch. Zweitens, wir haben einen Aktienmarkt hier zugrunde liegen und der will nicht runter, der will halt hoch. Ja, ob es jetzt irgendwie Gründe dafür gibt oder nicht, aber der will tendenziell immer hoch. Und die Leute wollen billig kaufen oder halt die großen Händler. Und natürlich pokern die, ja, und tun dann auch schon mal so, als würde die Welt untergehen. Aber im Endeffekt wollen die halt das Ding kaufen. Und wenn man dann halt so eine Geschichte sieht wie hier, bei der, ich gehe mal nochmal auf diese 823, die war ja auch tagelang, war die halt ein Thema. Das sieht man auch, ne? Hier, das ist natürlich im Daily ein bisschen ungenau, aber generell hier halt immer wieder so ein Kauflevel, das wurde dann irgendwann mal durchgespült. So, und was hat er dann gemacht? Was hat er gemacht? Ist einfach doch letzten Endes nur hier in dieses Kaufcluster, ja, wo er massiv gekauft wurde letzten Endes, nochmal eine Runde eingetaucht, hat es ein bisschen übertrieben auch mal. Und dann aber letzten Endes wieder halt hoch. Und das aber halt auch nicht verletzt. Und sowas ist für mich natürlich extrem relevant. So eine Geschichte hier, weil da sieht man ja letzten Endes halt das Rennen gewonnen hat. Ich meine, die haben sich ja tagelang halt letzten halt die Köpfe sozusagen eingeschlagen oder verhandelt, wenn man es halt richtig ausdrücken will. Und dann letzten Endes halt nach oben gewonnen. So, und da ist er nochmal zurückgekommen. Und klar, die sind noch nicht alle plötzlich irgendwie nicht mehr interessiert, haben die halt nochmal gekauft. Und die Tendenz, die setze ich halt hier die ganze Zeit einfach nur fort. Hoppla. Und deswegen bin ich halt generell da auch long unterwegs.
Und Short, so schnell geht es dann halt nicht. Ne? Auch wenn dann mal eine Kerze wie gestern halt irgendwie da ist und die dann halt erstmal ein bisschen böse aussieht, einfach nicht glauben. Und hier sieht man es halt auch, ne? Ganz deutlich nochmal, was da passiert ist, was er gestern gemacht hat, kommt von da oben runter, einfach nur hier, wo die letzten Widerstände waren, die gekauft wurden, einmal rein und dann halt wieder hoch. So, und das ist vom Trend her, finde ich das halt absolut in Ordnung. Und was man halt eben auch wissen muss und was ich halt auch in meinem Blog geschrieben habe, ist auf einem hohen Level einfach, da läuft es nicht einfach so weiter. Und da muss man halt immer damit rechnen, dass halt so ein Markt dann auch mal bereinigt wird. Also wie es gestern der Fall war, da geht es dann halt mal 300 Punkte runter und mehr. Und was passiert dann? Wer da halt irgendwie so den Überblick ein bisschen verliert, der Retailer sagt, oh, die Welt geht unter, jetzt kommt der Crash und jetzt fallen hier irgendwie 1000 Punkte durch die Gegend, ich gehe mal short. Und weil er da halt irgendwie so ein Level dann halt durchschlagen wurde und so weiter. Und genau das ist aber dann auch gewollt. Ne? Das heißt, also Long-Positionen drehen nach Short und je mehr Short sind, umso interessanter ist es ja dann letzten Endes halt auch oder viel einfacher für die Käufer, sich da halt gut einzudecken. Man hat ja gesehen, bis wohin es dann gestern runtergegangen ist und die freuen sich natürlich, ne? Weil die können dann auf vergleichsweise niedrigem Niveau nochmal konsolidieren und machen dann halt so ihren Average, weil die sagen ja auch, ja gut, da unten haben wir halt verschlafen oder wie auch immer, ne? Und hier haben wir dann nochmal die Chance, einfach auf hohem Level zu konsolidieren und um dann halt wieder einen vernünftigen Average zu kriegen und kaufen dann halt da wieder ein. Und das ist natürlich, ist es so gewollt, kann es als Stockfishing bezeichnen oder wie auch immer, aber eigentlich, wenn man es mal ein bisschen anders betrachtet, warum lagen die Stops da? Gute Frage, ne? Aber so ein bisschen absehbar ist es halt schon immer, wenn man halt die generelle Tendenz halt im Auge hat. Aber das, wie gesagt, das muss natürlich jeder selber wissen. Das ist aber generell meine Einstellung halt zum Markt oder meine, so ich versuche den Markt halt zu verstehen und zu greifen und hilft vielleicht ein bisschen. Also als wenn man nur immer mit Trendlinien und sowas halt operiert, halt sich mal ein bisschen in halt die andere Seite reinversetzen, die den Markt halt in seiner Tendenz weiter handeln wollen. Dann kommt man schon eher auf sowas. So, hier oben klemmen wir immer noch. Das war jetzt erstmal gut soweit, dass wir da halt raus sind. Oder ich halt raus bin. Ich weiß nicht, war jemand dabei, war auch jemand long und hat die Idee von heute Morgen mitgemacht. Weil man kann natürlich überlegen, ob man die hier drin lässt. Weil klar, wenn es da drüber laufen sollte, dann weiß ich nicht, ob reinkommen schwer wird. Dann wird es ja eher auch nochmal einen Rücksetzer hier irgendwo geben auf dem Level. Also ich glaube nicht, dass er so ohne weiteres jetzt komplett wegrennt. Gut, habe im DAX mitgespielt. So, der DAX. Ihr wisst aber schon, dass der DAX heute zu hat, ne? Dass nur der Future da halt läuft. Aber ich gucke mir den jetzt trotzdem auch mal an und schalte hier mal eine Runde um. Da war noch eine Frage, Dirk, was die Farben deiner Linien bedeutet. Ja, generell, ne, rot heißt halt Widerstand. Also das steht aber auch in meiner Legende drin. Ich gehe ja nur trotzdem mal gerade zwischendurch auf den Kollegen DAX. So, generell rot ist halt Widerstand, grün ist Support und blau ist, mal gucken, wie es weitergeht. Also heißt, blau ist halt ein Level, wo man davon ausgehen kann, da wird sich halt der Markt einfinden. Und je nachdem, halt, ob so ein Level dann halt gekauft werden kann, also ich gehe halt immer nach einem Stundenschluss, je nachdem, ob so ein Level halt gekauft werden kann oder nicht. Im Stundenschluss. Dein Bild ist noch nicht zu sehen. Ja, ich weiß. Ist das halt entsprechend okay. Ein Trigger. So, jetzt sind wir aber wieder da. Und oder wenn es halt supportet, wie man es jetzt hier im DAX ja zum Beispiel gerade sieht, ne, das ist die, hier die runden Marken aus im DAX. Das ist der falsche Knopf. So, hier die 896 beziehungsweise 895, ne? Natürlich auch witzig, wir haben heute Morgen exakt die gleiche Bewegung gehabt wie gestern. Gestern waren die Linien auch schon da, die 949 und die 895. So, das heißt dann einfach nur, wenn man halt nach meiner Handelslegende geht, konnte man gestern Morgen einfach hier short gehen und dann halt auflösen bei der 96. Sieht man ja genau, ne? Ist an der Stelle hier exakt drauf aufgesetzt. Einmal von da oben irgendwie
machbar mit 5 Punkten Stop sogar und einmal exakt hier unten drauf. So, und heute Morgen hat er genau das Gleiche wieder gemacht. Die Linien sind natürlich unverändert, weil ist ja nichts passiert. Genau nochmal dahin und exakt nochmal da drauf. Das heißt, zweimal die gleiche Bewegung. Genau, also das halt, und hier sieht man zum Beispiel, da wurde halt die Linie, die Frage war ja, wie geht man mit den Linien um oder was haben sie zu bedeuten? Hier wurde ja, sieht man ja deutlich, ist ja gekauft worden, über mehrere Stunden hat es halt gehalten. So, und was macht er dann halt als nächstes? Ich meine, erstmal ist das ja alles immer nur Indiz, ist halt auch klar, ne? Aber man kann ja dann sowas handeln, man kann ja den Stop dann halt ein paar Punkte drunter ziehen, wenn er dann doch runterfällt, dann muss ich ja nicht irgendwie abwarten, ob er jetzt 100 Punkte fällt, sondern kann dann einfach mal rausgehen. Und das ist ja halt auch der finde ich, der richtige Punkt, wie man den Markt auch handeln sollte. Es macht ja keinen Sinn, irgendwo dann hier zwischendrin, also wenn man halt ne, so ein bisschen drauf guckt, wo wird überhaupt gehandelt und wenn man das dazwischen einfach mal ausblendet und dann hat man ja auch die Möglichkeit, mit einem vernünftigen CRV auch zu arbeiten. Und ich finde aber halt, man kriegt es auf diese Art und Weise relativ gut in den Griff. Ne? Man sieht ja auch hier, ich habe jetzt nicht irgendwie alle 3 Punkte da eine Linie, sondern das sind ja schon Abstände von 50 Punkten und mehr, da halt in der Regel. Und da sieht man halt zum Beispiel auch ne, die 799, wer meinen Blog gelesen hat, die habe ich schon ganz viele Tage, habe ich schon gesagt, ich hätte da gerne mal einen Dip hin. Warum hätte ich den gerne dahin? Aus dem gleichen Ansatz wie immer. Das war ein Widerstand. An der Stelle ne, deutlicher Widerstand, beziehungsweise hier immer kurz davor, auf der linken Seite auch noch, immer wieder abgeprallt und dann hier ein letztes Mal und dann ging es da durch und dann so flop, ohne Rücktest von genau dem Level, der hat halt gefehlt. Den haben wir gestern halt gemacht. Und deswegen, ich habe mich nur selber geärgert, dass ich es nicht gehandelt habe, aber ich habe es irgendwie auch zu spät mitbekommen und bin halt auch teilweise in einem anderen Film, aber die war, glaube ich, bei mir sogar grün auf der Homepage, wenn ich mich da nicht täusche. Oder blau. Aber das war auf jeden Fall so ein Level, das, wo ich finde, das hat halt gefehlt. Ne? Und hier haben wir halt genau das gleiche Spiel wie im Dow. Hohes Level, dann läuft es nicht einfach weiter. Das ist einfach nie so. Und deswegen wird dann erstmal halt immer nach unten gedrückt und der Markt bereinigt. Und ich will nicht wissen, wie wir hier schon gestern wieder gesagt haben, boah, jetzt gehen wir auf 11.000. Nein, so schnell geht das nicht. Ein Crash sieht anders aus. Jeder, der schon mal einen miterlebt hat, der weiß, das funktioniert ein bisschen anders. Ne? Da gibt es nämlich dann halt keine nennenswerten Rückläufer mehr. Und wenn, dann sind die ganz kurz und drücken sofort wieder als nächstes unten durch. Und das funktioniert deutlich anders. Da gibt es nicht solche langen Bremsen, sondern ein Crash. Also vielleicht kriegen wir irgendwann mal wieder einen und dann kann man ja da mal ein Live-Trading machen. Das ist echt, das läuft nicht so ohne. Auf jeden Fall nicht so. So, dann mal kurz zum DAX. Ne? Hier sieht man ja halt entsprechend auch da oben halt die Levels an der Stelle. Ne? Hier verkauft worden. So, hat hier jetzt keine neuen Tiefs gemacht. Also geht er da oben halt das nächste an. Noch ist die rot, ja, aber wenn das jetzt, wenn so ein Level jetzt zum Beispiel gekauft wird an der Stelle und da läuft er auch nicht weg in der Regel. Genauso wenig wie er hier unten weg, da unten weggelaufen ist, wird er auch hier oben weglaufen. Das heißt, selbst wenn er jetzt hier 500 Punkte weiterlaufen sollte, ohne hier einen Backtest zu machen, jede Wette, die holt er sich früher oder später halt wieder. Und da muss man halt, das war jetzt mal ein bisschen geduldig sein. Aber generell, mit dem DAX, also von daher finde ich das alles sehr, sehr ordentlich, wie das hier halt im DAX halt läuft. Das heißt, hier einmal gekauft, da kann man jetzt natürlich auch wieder ein EMA 200 rein interpretieren, wenn man möchte, vielleicht einen zweiten Anlauf, meinetwegen. Und, aber das Ding wieder gekauft, wieder über die 9,6 drüber, die 8,96 verteidigt und jetzt kommt halt oben das Level dran. Also auch ganz klare Long-Tendenz. Und im Tageschart, da ist er gerade so ein bisschen einfacher oder schwerer, wie auch immer man es nimmt, halt zu greifen. Da war bei mir die 886 war halt entscheidend. Vielleicht auch mal größer. Und das sieht man halt auch, ne, dass die Grenze ja soweit gepasst hat. Einmal gekauft, kleiner Backtest und dann versucht er jetzt die ganze Zeit die zu halten. Das, worauf ich halt immer achte bei solchen Geschichten, ist halt, der Schlusskurs, der ist halt entscheidend. Nicht die Peaks.
Die Peaks, die funktionieren auch mal als Impuls, kann man mal mitnehmen, aber entscheidend ist immer der Schlusskurs. Und deswegen hat es auch gestern absolut Sinn gemacht, dass er halt so ein Level wie diese 799 dann halt nutzt und dann natürlich versucht auch wieder in dieser Aufwärtsgeschichte halt dann auch wieder zu schließen. Also das ist ja halt ein Verhalten, was man ja sehr, sehr oft auch beobachten kann. Deswegen fand ich es auch nicht wirklich überraschend an der Stelle, dass es so gelaufen ist. Wie gesagt, ich ärgere mich selbst, dass ich nicht gehandelt habe, aber generell macht es absolut Sinn auf so einem hohen Niveau, weil er kann ja nicht ohne weiteres da halt zu weit runterbrechen, weil wenn zu viele Stops mitfliegen, dann steht er nachher wieder zu tief und dann geht es halt auch nicht mehr ohne weiteres hoch. Und deswegen dann lieber so einmal kurz nach unten weg gefischt, in Anführungszeichen, und dann halt wieder hoch, auf hohem Niveau konsolidiert und dann halt mit auf der Oberseite weiter versucht. So, warum jetzt hier oben? Ich habe ja bei mir in der Tagesaussicht, im Tagesausblick steht ja nur noch Mond bei mir da oben. Also hier halt scherzhaft drüber, weil da ist erstmal nicht mehr so wahnsinnig viel, ne? Also die nächsten 200 Punkte. Und weil wenn man hier jetzt als Beispiel mal die Peaks dann halt nimmt, hier im Tageschart, und gehe ich mal davon aus, das ist eine von den nächsten relevanten Anlaufstellen. Und ne, deswegen halt hier steht bei mir halt eigentlich halt Mond, und damit ist gemeint halt wirklich tatsächlich der Bereich um 200, weil ab da wird es dann halt wieder interessant, beziehungsweise dazwischen ist eigentlich nicht viel, also ich erkenne da zumindest erstmal nichts, was da irgendwie relevant sein könnte. Man kann dann höchstens versuchen, hier irgendwo die letzte Aufwärtsbewegung dann im Stundenchart ausfindig zu machen. Das kriege ich jetzt hier aber auf die Schnelle nicht hin. Und dort dann halt gucken, wo war der letzte Support, das letzte Hütchen sozusagen im Stundenchart. Und da kann man dann halt irgendwie eventuell, wenn man halt sagt, okay, das hält nicht, aber wenn es ums Daytrading geht, ein bisschen skypen, dann kann man da halt dagegen halten. Aber im Daytrading muss man es gar nicht so kompliziert machen. Eigentlich reicht es da, wenn man halt immer irgendwie mal einen Tag zurückguckt oder vielleicht auch zwei und sich dann halt dort das nimmt, was der Markt einem halt vorzeichnet, ja, und das dann entsprechend dann halt handelt. Hier ist natürlich jetzt im Tageschart interessanter, klar, das ist dann halt eher für die Swing Trader. Und hier sieht man zum Beispiel, weshalb die 200, ja, da oben, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Moment, ich versuche mal hier das ein bisschen größer darzustellen. Da sieht man es halt ja schon deutlicher, dass wir an der Stelle hier, ne, das war halt das letzte Aufbäumen, bevor es dann halt in den Keller ging. So, und das ist halt so diese letzte Aufwärtswelle, die wir hier haben, da kam halt nichts mehr. Ne? Und hier steckt auch ein langer Doch drin. Und deswegen ist das natürlich jetzt auch so ein Punkt, der interessant ist. Hier sieht man das entsprechend schon ein bisschen deutlich. Das heißt, hier wurden wirklich die Verkäufer massiv aktiv. Ne? Und da, wo es halt dann wirklich losgeht, ist ja dann schon eher so die Stelle hier. Ne? Sieht man auch hier kurz neues Hoch und dann plapp runter. Und das ist der Bereich, wo es dann halt entsprechend interessant wird. Und dazwischen sehe ich halt gerade nicht so wirklich wahnsinnig viel. Hier sind wir halt auch bei der 900. Ne? Da sieht man auch, das war damals ein Support. Und der aber halt hier auch verkauft wurde. Und die versucht er jetzt halt zu halten. Entsprechend hier dazwischen ist nichts. Ja? Auch wenn er dann mal irgendwie reagiert. Aber großartig umdrehen würde mich doch erstaunen, wenn das vor 200, 220 tatsächlich passieren würde. Und deswegen, wie gesagt, steht da halt bei mir der Mond da oben drüber. So, also, wie ich sehe, sind tatsächlich ist gar keiner gegangen. Es sind richtig gut. Es sind ganz viele heute da. Und trotz Feiertag finde ich natürlich schön, dass der Nelson und ich, der tippt da die ganze Zeit. Nelson, was machst du da die ganze Zeit eigentlich? Ich höre dir zu. Glaube ich, der tippt da irgendwas. Ich weiß nicht, was der treibt. Ja. Also, hat noch jemand Fragen oder war das soweit nachvollziehbar, wenn ich da drauf komme? Und genau, da fragt jemand, war das ein Außenstab? Ja, genau. Ne? Also hier im Daily, hier im DAX, na, hier oben, klar, da sehen wir halt einen Außenstab. Habe ich das hier? Bin hier immer so schlecht sortiert. Aber das kennt man ja, ne? Der Schuster hat immer die schlechtesten Sohlen. Das ist bei mir irgendwie auch so. Nö, ich habe nicht mal ein Tool hier, einen Außenstab einzuzeichnen. Das ist echt bitter.
Also auf meiner Handelsplattform. Mit der Entwicklungsplattform ist natürlich alles, ne? Nee, aber klar. Also das hier oben, das ist auf jeden Fall, versuche ich mal einzuzeichnen. Das gelingt. Tango. Ah, guck mal, der ist noch nicht mal gefüllt. Ich male die ja echt selten. Das ist wirklich erstaunlich. Moment. So, geben wir dem mal eine schöne Farbe, sofern das möglich ist. Honeydew, ich glaube, das sieht man gar nicht. Da sowas. Ja, schönes anders. Aber gut, ne, ich glaube, man kann es zumindest erkennen, was gemeint ist. Ja klar, das ist natürlich der letzte Außenstab. Und du versuchst den halt drin zu schließen, die ganze Zeit. Ne? Und das war das eben auch gestern. Die ganzen Tage haben wir eigentlich sonst alles nur innenstehen. Aber auch gestern hätte jetzt wirklich hier drunter geendet gestern. Ne? Also hier unter besagtem Außenstab hier im DAX. Dann hätte ich mir da ein bisschen Sorgen gemacht. Ne? Also da reicht dann auch ganz oft schon irgendwie, wenn es halt mal so ein paar Punkte sind und dann wird es dann auch mal zäh. Das wird dann auch gern, wird natürlich auch gern wieder zurückgekauft, aber halt meistens schiebt es dann erstmal ein bisschen halt hin und her und geht dann nicht so einfach. So, gut. Habe ich dem einen Daumen getan. Den auch mal noch irgendwie kurz hier nochmal zeigen. Aber ich glaube, da ist jetzt ein. Da ist nicht wirklich was passiert. Nein. Der hat sein Updates hier. Nö, steht noch an der gleichen Stelle. Ne? So, das heißt, da werden sie sich gerade nicht einig. Aber ist ja okay. Vergiss nicht deine traditionelle NFP-Gold-Analyse. Ach, du ahnst es nicht. Habe ich jetzt eben überhaupt null vorbereitet, ne? Gold. Ja, das stimmt. Das machen wir ja jedes Mal. Ne? Da muss ich wohl durch. Gut, dann muss ich mal kurz hier umschalten. Ich denke mal, halt zum DAX und DAO ist irgendwie alles gesagt. Ne? Also 50 Punkte im DAX. Meine Frau schimpft, ich muss Feiertag machen. Hol doch deine, lieber Hans-Joachim, hol doch mal deine Frau einfach hier dazu. Dann versteht ihr auch, warum du so gerne hier bist. Das ist doch, Nels und ich, wir geben uns doch auch Mühe, euch zu entertainen. Und dass es halt nicht langweilig ist, das versteht ihr bestimmt. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und, so, ich schnapp mir jetzt mal Gold. Ja. Je. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwelche Linien überhaupt drin habe. Ich räume mir immer zwischendurch mal auf und mag es nicht glauben, aber es ist schon so. Gold ist momentan Katastrophe. Also so viel kann ich schon sagen. Ich glaube, da habe ich letzte Mal auch mich geweigert, ne? Mich da festzulegen, so ein bisschen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt. Ein bisschen gekämpft dagegen hast du, ja. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann weiß man aber auch wieso, ne? So. Es macht halt auch nicht immer Sinn, ne? Irgendwo halt großartig irgendwas vorhersagen zu wollen. Der Markt will halt nicht immer. Ne? Und wenn man halt irgendwie absehen kann, dass er halt nicht will, dann sage ich auch lieber mal, ich habe keine Ahnung. Oder hol mir halt ein paar Würfel und versuche mich jeden Tag so zu tun, als hätte ich den großen Plan. So, und wie man hier sieht, ne? Was soll ich denn dazu sagen? Ich werde auch heute, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Weil man sieht ja, das ist mega unentschlossen hier einfach. Versucht halt auf hohem Niveau oder halt, Menschenskinder, diese Updates. Versucht auf hohem Niveau hier zu konsolidieren. Und ja, wenn man halt hier mit Diagonalen wieder halt rangehen will, dann kann man natürlich auch hier eine Flagge interpretieren. Ne? Ist mir schon klar. Und wenn man halt auf so eine Formation gehen will, kann sein. Ja, aber auch Flaggen brechen schon mal irgendwie in die falsche Richtung aus. Möglich, ja. Aber klar, sowas sieht man ja schon. Ne? Also das wäre jetzt halt hier eigentlich schon so eine Ausbruchsformation wieder. Frage ist halt, bis wohin. Und da ich kein Fan von sowas bin, lasse ich das auch weg. So, für mich ist viel interessanter hier unten der Bereich. Falls da halt irgendwie sich jemand irgendwie verdrücken sollte, auf den falschen Knopf kommen sollte und Gold halt einmal kurz nach unten rennt, und dann ist für mich der Bereich hier wesentlich interessanter, da halt nochmal irgendwo Long zu suchen. Und alles Weitere hier oben kann ich nicht einschätzen, wirklich nicht. Also das sieht, sah für das letzte Mal für mich seitwärts aus. Es ist seitwärts, es sieht auch immer noch seitwärts aus. Also sorry an der Stelle, aber macht
keinen Sinn, da halt irgendwie großartig eine Prognose abzugeben. Was ich mal machen kann, habe ich das hier drin? Moment, das habe ich jetzt vorhin in den falschen kopiert. Moment, ich muss nochmal umschalten. Jetzt wollte ich hier die große Umschaltung am Start. Ich muss hier andauernd sagen, ich will kein Update. Gibt es nicht auf. So, und zwar habe ich den Euro, den habe ich dafür heute mal noch dabei, weil den habe ich auch letzte Zeit gehandelt. Und ich muss mal hier Chart braucht man eine Sekunde, braucht noch einen Moment. Das könnte aber nicht sein, dass ich hier im falschen Moment. Eine Sekunde bitte. Ich habe schon also die Erklärung von Hans Joachim finde ich klasse. Was hat er denn geschrieben? Hier mit der Frau. Tatsächlich, Dirk, heute Premiere, meine Frau guckt auch zu uns nach Hause. Aha, und deswegen muss er weg. Das gibt mir jetzt zu denken, liegt das jetzt an der Elsen und an mir? Das wäre aber sehr traurig. So, Moment. Gott, ich habe hier alles zugemacht. Wo ist denn mein Market Watch? Ich weiß, man kann den Bildschirm nicht sehen, kommt aber gleich. So, noch ein Momentchen. So, Quatsch, Euro und Nullen. Die habe ich doch vorhin kopiert. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Jetzt finde ich das find ich nicht mehr. Das gibt es jetzt nicht. Also, wir müssen noch ein bisschen Geduld mit mir haben, aber irgendwie habe ich. Dirk will wir ihn kennen und lieben. Ja, das habe ich auch vorhin wirklich noch auf den letzten Drücker hier gemacht. Und dachte, okay, ich versuche das noch mit einzubauen, dass ich mal kurz auf den Euro noch gehe. Und prompt geht es daneben. Ich bin immer so gut vorbereitet. Kannst du sagen, was du willst? Das ist schon so. Ich habe nichts anderes behauptet. Ja, ja. So. Ist er doch. Da ist er doch. Der Euro. So. Und zack. So. Der Euro. So. Und schön ist er da auch schon gerade auf den ersten Punkten angekommen. Da hatte ich halt irgendwie auch entsprechend mal ein Setup die Woche gezeigt und es könnte halt jetzt sehr gut sein, dass wir das halt nochmal fortsetzen und dass es da halt dann auch weitergeht. Generell, ich habe es ja schon ein bisschen früher angefangen, irgendwie vor 2-3 Wochen hab ich hier ein Entry gehabt, beziehungsweise ich glaube, ich habe den zweiten dann halt gepostet als Entry und das war halt die Reise von hier unten, ich bin jetzt hier im Stundenchart unterwegs, ne, von der 1.10 da hoch, bin ich aber hier raus und das ging halt ein bisschen zu arg schnell. Und gut, ist dann erstmal ein Stück weiter weggelaufen, kam aber dann halt wieder. So, und jetzt war halt hier zur FED, ist er entsprechend halt hier nochmal aufgesetzt. Habe ich, muss ich auch dazu sagen, nicht wirklich kommen sehen, dass wir den Punkt nochmal erreichen. Mein Setup sah so ein bisschen anders aus, nämlich ich wollte eigentlich nur dahin, ne? Also hier an den Punkt. So, das war die Linie vom Setup, ich sagte, das Ding geht long. So, das hätte mir gereicht, gut, hat dem Euro nicht gereicht, er musste es ein bisschen übertreiben, war nicht so ganz einfach, da unten halt dann auch nochmal reinzukommen, beziehungsweise gut, wenn man hier einen Stop gesetzt hat und hat den Überblick gehabt, ja, ich muss aber gestehen, ich habe ihn selber auch nicht gehabt, ne? Sondern habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt und gesagt, alles klar, okay, und bin dann aber hier auch nochmal rein und dann da oben irgendwo, nee, da bin ich halt raus an der Stelle, habe ich auch den Exit dann auch gepostet, das war die erste Stelle, wo es halt relevant wurde. Das heißt also, die Bewegung war auf jeden Fall machbar. So, und hier sieht man es halt auch, ne? Was ist da halt passiert? Generell hier oben, das Hoch, wurde nicht mehr gekauft. Ne? Deutlich. So, da oben abgeprallt, nochmal hier auf der ersten Zwischenstation aufgesetzt, tatsächlich fast punktgenau. Und also das war alles schon vorgestern da. Da wollte ich zuerst hin, das war halt Mindeststation und das war halt die Deluxe-Variante quasi. So. Und das war halt der erste relevante Punkt. Da hat er genau drauf aufgesetzt. Dann halt gestern nochmal, habe ich aber auch, sehe ich jetzt gerade tatsächlich erst, und hat aber da aufgesetzt, versucht es nochmal zu kaufen, kein neues Hoch. Ergo kommen wir jetzt da nochmal hin und werden da auch höchstwahrscheinlich durchfallen. Ne? Das heißt, klar, wir laufen jetzt hier nochmal ein Stück zurück. Aber tendenziell glaube ich schon, dass wir da
eher durchfallen, beziehungsweise er kann jetzt hier ein paar Stunden schieben, aber von dieser Haltung jetzt hier ein neues Hoch, glaube ich, erstmal nicht. So, und dann kommen wir halt hier unten genau in dieses Cluster wieder rein. Da haben wir tatsächlich dann auch den EMA 200, wo auch immer der da liegt, ist völlig egal. Der Punkt, der dann halt bei mir wiederum relevant wird, das ist dann halt die 11.20. So, und ab da wird sich das ganze Ding entscheiden. Entscheidend, weil, Moment, das sieht man ja auch, wenn man das Bild mal ein bisschen weiter aufzieht, sieht man ja ganz deutlich, wir haben hier einfach zwei Varianten. Ne? Wir gehen nämlich, sonst kann ich ein bisschen was malen hier, gucken, ob das jetzt gelingt, ich benutze das ja nicht so wahnsinnig oft. So, aber generell, das ist ja halt nicht die Bewegung, Moment. Das war ein bisschen falsch rum. So. Kann man hier eigentlich auch nie malen? Nö, geht nicht. Oder? Ich kann nur irgendwie von Hand malen. Ich versuche es mal so gut, wie es irgendwie geht. Also, generell ist das ja halt hier die Aufwärtsbewegung im Trend. Moment, nicht weggehen. Die Aufwärtsbewegung halt im Trend. So. Und das mal hier weiterzeichnet, dann haben wir halt einfach nur das Bild. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder die Geschichte da oben wird halt gekauft, das heißt, wir dürften dann halt kein tieferes Tief bekommen. Ja, deswegen zeige ich es mal ungefähr mal hier ein und gehen dann halt oben durch. So, aber tendenziell ist es halt hier jetzt ja halt so ungefähr die Mitte von dieser Bewegung, von dieser letzten. Und da kann es natürlich auch genauso gut sein, dass wir hier, dass es die Geschichte nicht hält und wir nochmal da zurücksetzen. So, und dann sind wir wieder hier unten in dem Bereich, in diesem Cluster, und ab da kann es natürlich dann auch entsprechend nochmal halt angehen. Der Euro läuft da generell gerne im Kreis, ne? Und von daher ist es schon auch wahrscheinlich, dass es nicht einfach so weiterfällt, zumal wir da auch im Wochenchart und im Tageschart mittlerweile einiges sehen, was da halt eben an Käufern da halt auch auf dem Plan ist, ne? Also das heißt, so die Möglichkeiten haben wir halt so generell. Ja, und ob das jetzt, also für meine Begriffe sollte schon hier so dieser Bereich halt sein, um die, das ist trotzdem ja, halt, ne, um dieses Cluster drumherum. Deswegen auch hier der Knick, ob es jetzt genau schon die 1.11.20 sind oder halt hier die Unterseite dann vom Cluster nochmal bei der 1.11, weiß ich nicht. Ne? Aber so generell, das ist für mich halt wesentlich interessanter als jetzt hier. Ja, also das ist ein bisschen knapp. Also kann natürlich auch sein, man müsste aber halt hier in der Stunde direkt schon wieder drüber schließen. Und dann kann es auch sein, dass es direkt angeht. Aber halte ich jetzt nicht für wirklich interessant, um das zu handeln. Lieber dann hier unten gucken, abwarten, bis er runterkommt und dann halt dann nochmal long gehen. Oder natürlich, wenn er halt hier durchverkauft, dann ist hier, da brauche ich auch meines Erachtens erstmal nicht auf die runde Zahl hier zu setzen, wenn es hier runtergeht, sondern wirklich immer eine Etage tiefer dann doch nochmal halt versuchen. So, das ist mein Euro. So sehe ich den. Und da hat man halt auch mal schön gesehen, ich habe den eigentlich mit dem genau dem gleichen Handelsansatz mir geschnappt, wie jetzt den Dow und den DAX. Der macht irgendwie auch nicht wirklich was anderes. Gut, also wenn der Markt zu ist, könnte man jetzt auf eine Gap-Schließung am Montag tippen. Wieso? Also, weiß ich nicht. Wir fragen, kann ich leider nichts mit anfangen. Also, klar, Gaps werden halt geschlossen, immer wieder, ne? So, aber habe ich ja schon mal gesagt, es mag Strategien geben, die halt irgendwie damit halt funktionieren. Ich habe keine. Also, ich beobachte es immer, sage ja, Gap ist auch zu, okay. Wie ist gestern im DAX, da ist wohl auch irgendwas zugemacht worden, im Dow auf jeden Fall. Ja. Passt aber ja ans Bild dann auch. Aber ob das jetzt, oh, jetzt ist die Kamera weg. Okay. Passt ja dann, nee, da bin ich wieder. Passt ja dann halt auch ins Bild, wenn das so ist. Ich nehme das dann zur Kenntnis, aber mehr halt nicht. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht kleinreden. Es gibt bestimmt Strategien, die damit zu tun haben. Meine halt nicht. Deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. Gut. So, Nelson. Wie sieht's aus? Ja. Soll ich mal wieder rüberkommen? Du kannst gerne wieder rüberkommen, ja. Okay, warte. Dauert einen Moment aus Ratingen nach Köln.
Das hätte ich wissen müssen. Hätte ich so ein Geräusch einbauen können. So. Nelson kommt von gerade. Ich habe meinen Kaffee noch nicht mal. Doch, der ist fast leer. Stelle ich dann gerade irgendwie doch fest. So, dann schalten wir wieder einmal um hier auf den Nelson. Da ist er doch. So. Du bist so dunkel da hinten, oder? Der Nelson ist nicht so hell. Also der Nelson ist nicht so hell. Sehr gut. Politisch korrekt. Ja, prima. Ja, sollen wir das jetzt beenden? Ich glaube, du hast alles dazu gesagt. Hat mich natürlich super gefreut, dass so viele am Feiertag dabei waren. Sowieso grundsätzlich ein super besuchtes Webinar. Deswegen machen wir das auch gerne. Ich hoffe, du auch, Dirk. Dachte ich mir, dass die Antwort kommt. Ja, dann verabschiede ich mich auch schon mal. Wünsche natürlich für alle, die heute einen Feiertag haben, noch einen schönen Tag. Wenn Sie heute noch handeln, natürlich wie immer passen Sie auf Ihre Position auf und Aufzeichnung. Da ich jetzt nicht im Büro bin, kommt dann erst nächste Woche. Ich hoffe, das ist okay. Und ja, wünsche natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Und Dirk, du hast das Schlusswort. Das müssen wir immer so machen. Und das ist viel besser. Wir müssen halt immer irgendwie so eine Couch hier einrichten, wo wir dann zusammen halt drauf sitzen. Genau. Auf der Couch stimmt. Ich mache jetzt gleich mit Dirk weiter Coaching, damit er auch nächstes Mal wieder gut handeln kann. Genau. Also von meiner Seite auch, hat Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und ist ja auch ganz schön. Sonst sitze ich immer traurig und alleine. Ich weiß gar nicht, wo ich mal hingucke. Also viele, viele Monitore. Und nee, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und alle, die dabei waren bei dem Long, natürlich freue ich mich. Ne? Ist ja aufgegangen, im letzten Mal ja auch. Ist natürlich immer schön. Trotzdem, ne? Da kann auch mal nicht aufgehen, darf man halt nie vergessen. Und ich kann auch nicht mehr machen, als immer irgendwie versuchen zu erkennen, wo was halt irgendwie sein könnte. So, trotzdem. Aber hat funktioniert. Also, kurze Rede, langer Sinn. Hat Spaß gemacht mit euch. Passt auf euch auf. Schöne Feiertag. Schön. Einen, ja, wenn nur einen. Ne? Schönen Feiertag bei euch noch. Schönes Wochenende. Wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.